Hey Freunde, was geht ab? Heute kommen wir mal wieder zu einer neuen Folge Grundstücke bewerten. Sag mal, Devin, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich hier gar nicht. Ich sehe dich hier gar nicht in dem ganzen Gewusel. Warte. Wo? Ach, da bist du. Jetzt sehe ich dich. Jetzt habe ich dich im Blick. Der gute Devin ist nämlich heute auch mal wieder mit dabei. Was geht, Devin? Hast du Bock? Ich habe immer Bock. Was geht? Hi. Also, wir nehmen heute nämlich mal wieder eine neue Folge Grundstücke bewerten auf. Und ihr könnt übrigens auch gerne mal beim lieben Le Devin vorbeischauen. Sein Kanal findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Der gute Devin macht auch Minecraft-Videos. Da sollte eigentlich für jeden von euch was mit dabei sein. Und Devin, dann weißt du ja eigentlich, was zu tun ist. Schmeiß mal den Random-Generator an. Wir sind hier in diesem Video übrigens, wie in eigentlich jedem Grundstücke bewerten Video. Was sage ich euch das eigentlich? Ihr müsstet das ja eigentlich wissen. Aber für alle neuen Zuschauer sage ich es jetzt nochmal. Grundstücke bewerten. Nehmen wir immer auf meinem Server durchrasten.de auf. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Und vielleicht, wenn ihr Glück habt, seid ihr auch mal in einem Video mit dabei. Vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Server oder so. Schaut gerne mal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Und dann würde ich sagen, Devin, stopp. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin bei Captain Justin, okay. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Schauen wir uns das Ganze doch auf jeden Fall mal an. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Grundstück. Er hat hier sogar am Eingang hingeschrieben, falls ein Admin meinen Plot bewertet, bitte Admin ran. Okay, ich würde sagen, dem Wunsch erfüllen wir ihm, oder? Ja, würde ich sagen. Okay, würde ich sagen, komm, gönn mal auf jeden Fall mal den Admin-Rang. Und das sieht ja auf jeden Fall sehr einladend aus, muss ich sagen. Gefällt mir hier, ne? Ja. So, dann hier oben hat er so eine kleine Zelte mit einem Lagerfeuer hat er hier hingebaut, in diese Glaskuppel, das ist cool. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz im Game Mode 3, was hier drin so ist. Hier hat er seinen Shop, also das sieht hier auf jeden Fall alles relativ geordnet auch aus. Ja. Ne? Alles hat so seinen Platz hier. Muss ich sagen. Oh, hier ist so, hier alles dann im Ender, im Endstil-Design, wo man so Sachen aus dem End kaufen kann. Ja. Also das, also Hut ab, das hat auf jeden Fall was. Hier sind dann nochmal Lamas und Kühe. Sogar Eisbären hat er hier. Er hat hier sogar einen Kiosk in seinem Laden, in seinem Shop. Ja, das habe ich auch, gerade schon gesehen. Also, ich würde sagen, gehen wir doch mal ganz kurz wieder in den Game Mode 1. Was hältst du? Weil hier wurde sich auf jeden Fall echt Gedanken gemacht. Ja. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Da braucht man natürlich nicht drüber reden, ne? Was hältst du von 2 Beacons? Ja. Und einem Diamanten. Okay, ja, das ist eine gute Bewertung. So, dann darf das Schild natürlich, okay, dann machst du das Schild dahin. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch schon direkt weiter, oder was meinst du? Okay, Random Generator läuft. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann sage ich auch schon direkt Stopp. Okay, wir sind bei Etrimus. Okay, was hat er für ein, der hat ein bisschen was Größeres hier. Also ja, Größeres, das sieht man auf jeden Fall sofort, dass das hier schon wieder ein bisschen was Größeres ist. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist der Zaun um das Grundstück herum. Das ist mal was anderes auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht gesehen. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, dann gucken wir doch einfach mal rein. Und wo könnte man am besten zuerst rein? Ich würde sagen, ich glaube hier. Kann das sein, dass das ein riesen Einkaufscenter werden soll? Das sieht so aus wie ein Einkaufscenter. Das ist alles miteinander verbunden und überall so große Räume. Ich glaube, das sieht so aus, als wenn das mal ein Einkaufscenter werden soll. Keine Ahnung, vielleicht liege ich ja richtig. Falls du das Video sehen solltest, schreib es gerne in die Kommentare, ob ich damit richtig liege. Und wie gesagt, ich kann euch nur gerne dazu einladen, ich sage es immer wieder, wenn ihr mit einer Bewertung von uns hier nicht einverstanden sein solltet, gerne ab in die Kommentare damit. Okay, also. Oh, Wilko, TP dich mal zu mir. Warte, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Guck mal, was hier ist. Weißt du, was es heißt? Wir müssen wieder aufsetzen. Drachenkopf! Okay, warte, auf jeden Fall, da bin ich mit dabei. Da setze ich den doch einfach mal direkt auf, so. Oh, nicht den Drachenkopf nehmen, nicht die Keramik. Ey, was ist denn los jetzt hier? So, zack, jetzt habe ich auch einen Drachenkopf auf. Weißt du, was ich auch übrigens mittlerweile kann, Wilko? Was? Was denn? Hast du Labymod drin? Nee, habe ich nicht. Ich hab Schade. Ich bin leider nicht mit Labymod unterwegs, Devin. Leider Gottes nicht. Okay, schade. Okay, ja, egal. Gut, wir brauchen ein Fazit, Devin. Also ich würde sagen, wir machen es ganz kurz und schmerzlos. Es ist jetzt noch nicht so viel eingerichtet und so von drin. Und ganz viel auf dem Grundstück ist auch noch leer. Ich würde sagen, wir machen mal eine komplette Dia-Bewertung. Oder was sagst du?
Was hältst du von dir mit einem... Hier wurde sogar schon mal bewertet. Obwohl, warte, ja. Warte mal. Hier wurde schon mal bewertet. Warte. Wo wurde... Oh. Mit 3 Dracheneiern? Was? Kann das sein? Das war wahrscheinlich... Guck mal, Das ist vom 18. Vom 18.06. Vor einem Monat. Damals waren die Grundstücke, damals waren wir noch ein bisschen leichter zu beeindrucken, muss man dazu sagen. Ne? Damals waren wir ja noch ganz, damals war Durchrast ja noch ganz am Anfang. Sonst würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt einfach aus. Devin, was suchst du hier für Grundstücke raus? Sorry. Okay, dann würde ich sagen, wir starten den Random-Generator wieder. Ich bin ready. Okay, stopp. Okay. Wir sind bei Minecraft macht Fun. Oh! Oha! Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Okay, das gefällt mir auf jeden Fall mit dem Brunnen und so. Und also vom Garten her ist das auf jeden Fall hier schon mal top. Guck mal, hier sind sogar Liegen auch und, diese und so ein kleiner See, wo man sich hinlegen kann. Guck mal mit der Axt und der Spitzhacke da, wie das da auch so ja, diese ne? Partikel das quasi, sieht, diese das Holzding. Sieht, das sieht richtig gut aus. Und da mega. Oben kann das sein, dass das kann das sein, dass es ein Endkristall. Ja, genau, ein Endkristall soll das sein. Ich glaube schon, ja. Ja, also das hier gefällt mir auf jeden Fall. Hier überall Emeralds im Boden. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal rein und gucken, was hier so gibt. Okay, boah, hier sind dann ganz viele Shops und hier gibt es ja auch wirklich, hier gibt es auf jeden Fall richtig viel zu kaufen. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch so von der Einrichtung von innen und so. Mhm. Also da wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Man kann ja auch überall nach oben, dann gibt es hier... Also hier gibt es ja wirklich alles. Also hier ja, wurde ja wirklich also an alles gedacht. Shop. Das ist ja mal ein riesiger Shop. Ich glaube, Devin, gibt es zurzeit einen größeren Shop auf Citybuild 2 auf Durchrasten? Also ich kenne bis jetzt noch keinen größeren, muss ich sagen. Also ich... Also bis jetzt habe ich also noch keinen größeren. Also ich auch nicht, das ist ja gigantisch, ist das ja. Das ist ja nicht zu fassen. Also... Echt? Also wirklich, das ist... Also ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Auch mit der Einrichtung und so. Ja. Und auch wie das mit diesem Vorhof gebaut ist. Also das gefällt mir auch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also man merkt auf jeden Fall, dass die auch noch einiges geplant haben. Hier ist noch auch einiges leer und so. Aber ich würde sagen, komm, wir wollen mal nicht so sein. Das ist eine Drachenei-Bewertung. Das ist auf jeden Fall, ja. Also, wobei, hier ist noch viel Potenzial. Sonst wollen wir 2 Dracheneier und ein Beacon machen. Okay, machen wir. Für die geile Einrichtung. Wir sollen ja jetzt mittlerweile in den Kommentaren, haben ja viele geschrieben, mehr auf Einrichtung achten und generell so. Okay, ich brauche das Schild nochmal, Devin. Ich habe das nicht mehr. Ja. Warte. So, ich kopiere es nochmal. Habe ich es jetzt? Ja, jetzt habe ich es. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann schmeiß doch nochmal den Random-Generator an. Also bis jetzt haben wir verdammt coole Grundstücke gesehen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich bin gespannt. Was ihr noch so auf Lager habt. Und dann würde ich sagen, stopp. Okay, wir sind bei Tigris LP, das ist ein Supporter von uns, Supporter Plus sogar. Okay. Und, ey Mensch, was hat der denn hier? Was hat der denn hier? Mit Riesenpflanzen. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Boah, ich wusste gar nicht, dass sie so riesig werden können. Nee, das wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass die groß werden können, aber so... So groß. Aber so groß habe ich die auch noch nie gesehen. Das ist ja mal geil. Gefällt mir mega. Und guck mal, alles kommt aus diesem einen kleinen Ding hier. Ja. Ja, ey, oh Gott, wenn du das abbauen würdest, ne? Devin, pass auf. Ja. Lass mal das Grundstück kopieren. Ich will mal ein so ein Ding abbauen. Ja, ich auch, okay. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Kopier mal das Grundstück vor. Und ich schau mir mal in der Zwischenzeit das Grundstück an und schau mal, was ist hier so Tutorial zu Shopkisten. Ach, der hat hier sogar ein Tutorial für Shopkisten auf dem Grundstück. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Okay, hier hat er so sein Shop. So, joa. Also von innen auf jeden Fall die Einrichtung. Gefällt mir auf jeden Fall. Wie sieht's denn oben aus? Okay, von innen auch hier alles ganz gut eingerichtet. Ey, hat hier sogar ein Pikachu oben drauf. Ja, das habe ich erst gar nicht gesehen, wegen den ganzen Enderpflanzen. Also, ist auf jeden Fall ein recht cooles Grundstück. Was würdest du von einem Beacon und 2 Diamanten halten? Das klingt gut, ja. Ja, ich würde es auch. Ich würde mal behaupten, dass das auf jeden Fall fair klingt. Und dann machen wir das Schild auch noch daneben. Hast du das Grundstück kopiert? Ja, ich habe es gerade fertig. Okay, gut. Dann werde ich jetzt einmal ganz kurz das hier... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Baust du es ab?
Ja, ich habe es abgebaut. Das habe ich so noch nie gesehen. Und ich wusste echt nicht, dass die so hoch wachsen. Das ist krass. Ich auch nicht. Ich glaube, die können sogar. Kann das sein? Soll ich die andere mal kaputt machen? Guck mal von oben zu. Warte, ich guck von oben zu. 3, 2, 1. Warte. Okay. Ich sehe die Partikel hier von oben. Oh mein Gott, es kommt gerade hoch. Aber. Oh Gott. Das sieht so komisch aus. Okay, dann setz ihm mal seine Pflanzen wieder hin. Nicht, dass er noch denkt, dass wir ihn verarschen wollen. Und dann würde ich sagen, dann mach doch einfach mal weiter. Okay. Mit dem Random Generator. Der Random Generator läuft. Okay. So, dann warten wir mal ein bisschen. La 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 la, stopp! Okay, wir sind bei Merle Satten. Okay, sie hat hier. Was ist das? Eine Villa, glaube ich. Oh, also, das hat man gerade erst. Erst dachte man so, okay, was ist das für ein brauner Klotz? Ja. Aber jetzt, wenn ich es von der Seite hier betrachte, gefällt mir auf jeden Fall von außen. Das hat was. Zaun, ne? Hier, guck mal, wie gemütlich das ist. Das hat auf jeden Fall was. Ja, genau, das sieht richtig gemütlich aus, ne? Hier will man am liebsten so voll einziehen. So, ja. Dann schauen wir doch einfach mal, was das Haus so von drinnen zu bieten hat. Okay, oha. Okay, da hat aber jemand mal. Also, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben. Die Inneneinrichtung ist ja okay. Ich glaube, ich habe meine Bewertung. Guck dir das mal an. Jeder Raum ist perfekt eingerichtet. Wirklich, also richtig perfekt. Ja, ich habe das auch gerade gesehen. Hier unten ist auch noch ein kleiner Lager. Auch die Schreibtische, die Betten hier mit dem Design, auch wie die Treppen platziert haben, alles sieht einfach mega aus. Nee, also ich glaube, man sieht auch, dass das keine Schematika oder so ist, sondern dass das selber gebaut ist. Ja. Ich würde sagen, was sagst du, Devin? Also, du meinst ja schon, du hast einen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Einer Merch, und es ist alles bebaut. Und ja, ne? Also, was soll man hier mehr machen auf dem einer Merch? Ne? Alles hat seinen Platz. Wollen wir einfach. Meine Keller. Was? Hier ist noch ein Keller gebaut. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ich war gerade schon im Keller. Du warst schon unten? Ja, das ist ein kleines, feines Lager, habe ich gerade schon gesagt. Also, ich würde sagen, weil, was soll man sonst anders hier sagen? Hier, alles hat seinen Platz hier und. Oh Gott. Jetzt ist hier mir die Wasserflasche auf meinen Hut gekippt. Ja, dann würde ich sagen, 3 Dracheneier, das kann man auf jeden Fall mal machen. So, ja. Und dann packen wir noch das Schild. Dann gefällt mir auf jeden Fall. Wir bewerten gar nicht nach Größe oder so, sondern wir bewerten einfach nur das Haus an sich, wie uns das gefällt. Beziehungsweise das Grundstück an sich, wie uns das gefällt. Und ich finde, ich meine, meckern kann man immer, aber das gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber dann würde ich sagen, dann machen wir doch einfach mal direkt weiter. Devin, schmeiß den Random-Generator an. Ich bin gespannt, was ihr noch so auf Lager habt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, stopp. Okay, wir sind. Oh, das ist ein kleineres Plot bei Lubricated Tacos. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein etwas kleineres Plot, aber schauen wir uns das doch auf jeden Fall mal an. Also das Spiel ist sogar gerade online hier. Hier hat er eine kleine Farm tatsächlich erst gerade online. Also nicht so. Ja, also was soll man jetzt da großartig zu sagen? Hier geht's doch nach unten, hier ist ein Keller, aber ja, ist halt noch relativ am Anfang. Der hat, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube, der hat auch nicht mal seinen Shop fertig gebaut. Mhm. Aber so an sich sieht das ganz nett hier aus, ne? Wollen wir mal nicht so sein? Ich würde sagen, wir machen mal eine Eisenbewertung, oder was sagst du? Ja, das ist eine sehr faire Bewertung. Ja, also es ist eigentlich noch nicht viel gebaut und na, das Haus ist jetzt auch nicht so. Ey, er schreibt mir sogar. Er schreibt wie? Nein, stopp, schreibt er. Wie? Wie meinst du wie? Dein Ernst? Er schreibt einfach dein Ernst. Warte mal. Ich antworte ihm. Wegen der Eisenbewertung jetzt, oder was? Wieso? Ich denke, eine Eisenbewertung ist mehr als fair. Oh ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder was meint ihr, Freunde? Ab in die Kommentare. Wie würdet ihr dieses Grundstück hier bewerten? Das würde mich mal interessieren. Jetzt schreibt er, anstatt dass du einmal fair bewertest. Aber das ist doch fair, oder nicht, Devin? Nein, das ist wirklich mehr als fair. Ich hätte sogar fast gesagt, dass das hier sogar noch fair wäre. Das hier wäre sogar noch fair. Ja, aber jetzt komm, jetzt machen wir die Eisenbewertung mal wieder hin. Hat er noch irgendwie. Nein. Weißt du, was er mir gerade schreibt? Ich werde es jetzt hier nicht laut aussprechen in dem Video. Okay. Ehrlich? Das hier hat er mir gerade geschrieben. Jetzt schreibt er es mir sogar nochmal. Wegen der Bewertung. Okay. Wegen der Bewertung?
Ich das glaube... Ist doch, hä? Die Eisenbewertung ist mehr als nur gerechtfertigt. Okay. Ich werde ihn jetzt mal für 7 Tage bannen wegen Beleidigung. Weil da habe ich definitiv keine Lust drauf, dass ich jetzt hier mich von hier beleidigen lasse, nur weil er eine Eisenbewertung bekommt. Das finde ich einfach nur lächerlich. Absolut nicht. Das ist echt einfach nur lächerlich. Also, ich sehe gerade, ich werde noch die ganze Zeit zugespammt von Frau Ritter über das gesamte Video. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt nochmal ganz kurz ein Real Name Frau Ritter. So, ach, Real Name, ach. Weißt du, was der Real Name ist? Von was Frau dann? Ritter. Frau Ritter. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal PH Frau Ritter ein und schauen uns mal das Grundstück an. Okay, okay, okay. Das sieht auf jeden Fall nicht mal schlecht aus. Sogar ein Beaconrand hier am Start. Ja. Und hier oben so ein kleiner Garten drauf. Das gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir. Gehen wir doch einfach mal rein und gucken, wie es drin so aussieht. Herzlich willkommen. Das ist eine richtige Mall auf ein paar Etagen. Bewertet bitte mein zweites Grundstück, steht da. Okay. Also sollen wir das jetzt hier nicht bewerten? Okay, warte. Ich werde mir das einmal ganz kurz von innen anschauen. Das ist, glaube ich, ihr Shop. Ja. Ich glaube, da braucht man eigentlich gar nicht lange drum zureden. Das ist, glaube ich, eine Drachenei-Bewertung. Oder was meinst du? Also ich würde 2 Dracheneier und einen Huhn machen, weil es ist noch nicht... Also ich habe jetzt hier im Keller und so, das ist noch ein bisschen Platz. Für 3 Dracheneier muss noch ein bisschen was kommen. Okay, gut. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Machen wir 2 Dracheneier. So. Und okay, das Schild hast du schon gemacht. Und dann würde ich sagen, weil da jetzt stand, dass wir zum zweiten Grundstück sollen, gehen wir doch einfach nochmal... zum zweiten Grundstück von ihr. So, ich habe leider jetzt gerade die Zahl an die falsche Reihenfolge. So, PH, Frau Ritter 2. So, zack. Okay, also das sieht nicht schlecht aus. Ja, es ist eine kleine Villa. Eine kleine Villa. Cool. Hat auf jeden Fall was. So, was haben wir denn hier von... Okay, ja, von innen auf jeden Fall auch eingerichtet. Einrichtung ist immer echt wichtig, weil wenn... Mhm. Stellt euch mal vor, das hier wäre alles nicht eingerichtet. Das würde einfach nicht aussehen. Also, gefällt mir auf jeden Fall. Was hältst du von einer kompletten Beacon-Bewertung? Ja, das passt auch perfekt zum Rand. Ja, würde ich auch sagen. So, zack. Und dann haben wir jetzt noch, glaube ich, die letzte Bewertung für heute auch abgeschlossen. Die Aufnahme geht schon verdammt lange heute. Ging schneller rum, als ich dachte. Ohne Scheiß. Ich finde Grundstücke bewerten immer so cool. Wenn ihr Grundstücke bewerten auch feiert, dann lasst doch jetzt hier gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die einzelnen Grundstücke bewertet hättet. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und dann kommt doch auch gerne mal auf meinem Server vorbei, durchrasten.de. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung, wie eigentlich in jedem Video. Kommt gerne mal drauf. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Vielleicht, wenn ihr ein cooles Grundstück habt, seid ihr vielleicht auch mal in einer Grundstückenbewerten Folge oder allgemein, wenn ich mal ein kleines Event oder so starte, kriegt ihr eigentlich immer sofort Bescheid, wenn ihr dann gleichzeitig auch auf dem Server seid. Und dann würde ich sagen, dann war es jetzt eigentlich mit dem Video. Oder willst du noch irgendwas sagen, Devin? Ja, schaut auf jeden Fall übrigens auch beim lieben Devin vorbei. Und schaut auf Durchrasten vorbei, auf jeden Fall. Und schaut beim lieben Lee Devin vorbei. Er hat auch einen eigenen Kanal. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Habt keine Scheu und lasst ihm gerne doch mal ein kostenloses Abo da. Und dann war es jetzt mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss. Ciao.